Wir haben jetzt eine Präsentation hier bei Fretz im Zelt am Schweizerischen Schuhtag auf dem Bundesplatz. Bei mir ist Daniel Omlin, er ist Geschäftsführer von Fretz. Daniel Omlin, die haben ja hier eine riesige Maschine aufgebaut. Also hier könnt ihr effektiv einen Schuh komplett neu produzieren. Ja, das ist insofern korrekt, dass wir die wichtigsten Maschinen auf Bern gebracht haben, damit wir im ganzen Publikum können zeigen können, wie so eine Schuhe an und für sich entsteht, damit man sich etwas darunter vorstellen kann. Also jetzt konkret, wie fährt man mit so einer Schuhe überhaupt an? Also wir haben verschiedene Halbfabrikate. Da habe ich jetzt die gerade in der Hand. Das sind einerseits der Schaft. Das ist das, was jeder kennt, was am Schluss im Schuh auch das Gesicht gibt. Dann haben wir auf der anderen Seite Brandsohle. Das ist die Komponente, die man nachher drinnen eigentlich im Schuh kennt, wo man drinnen steht. Und wir haben zu dem Zeitpunkt noch den Leist. Das ist eigentlich die wichtigste Komponente. Hier drinnen ist die ganze Erfahrung, damit wir möglichst vielen Kunden Schuhe können anbieten können, die denen an die Füße passt. Okay, also jetzt... Wir haben die Sohle drauf. Jetzt hat er die Brandsohle fixiert. Jetzt nimmt er die Schäfte mit. Und die sind schon vorbereitet. Also die Schäfte werden nachher mit der Brandsohle zusammen verbunden. Und zwar verklebt. Wir arbeiten in der Schuhherstellung sehr viel mit Wärme. Das heisst, der Klebstoff wird mit Wärme aktiviert, damit er nachher wieder klebt. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch noch mit Feuchtigkeit und Wärme, um das Leder geschmeidig zu machen, damit das nachher die drei Dimensionen annimmt. Also gehen wir mal da zu dieser Maschine ein bisschen führen. Das geht jetzt eigentlich eher ein Business-Schuh oder ein City-Schuh, wo man zu einer Jeans, aber auch zu einem Anzug kann anlegen kann. Also an und für sich ein Schuh, wo die meisten Herren in der Garderobe haben. Das sieht aber noch überhaupt nicht so aus, ganz ehrlich gesagt. Da sehen wir mal. Also, was passiert jetzt konkret? Also, die beiden Seiten sind aktiviert worden, sodass der Klebstoff, wie gesagt, aktiviert ist und noch eine, die Verbindung miteinander hat. Und der Nogita spannt jetzt den Schaft in die Maschine ein, wo dann von verschiedenen Zangen gehabt wird und noch eine über eine Leiste reingezogen wird, im Vorfußbereich. Und da gibt es also eine riesige Maschine. Es ist sehr laut. Es sitzt und macht und tut und ja, es sieht schon ein bisschen mehr nach Schuh aus, ganz ehrlich gesagt. Das, was wir hier sehen, ich habe es mehrfach erwähnt, ist eine sogenannte geklebte Machart, weil es mit Klebstoff funktioniert. Fachleute unter euch, die wissen, es gibt ja auch noch ganz andere Macharten, die man kennt. Es gibt rahmengeneigte Schuhe, es gibt California und so weiter und so fort. Das, was wir hier zeigen, ist eine geklebte Machart. Das hebt sehr gut. Die Klebstoffe sind so gut entwickelt, dass wir da überhaupt kein Problem haben damit. Gore-Tex-Schuhe kennen ihr alle, ist die Funktion wasserdicht und atmungsaktiv. Und dementsprechend dürfen wir natürlich den Schaft nie mit einem Nagel beschädigen, sonst wäre die ganze Funktion dahin. Das ist klar. Wie gehen wir jetzt weiter? Der Schuh ist schon übergegangen, ist das richtig? Das ist richtig. Hier tun wir jetzt die hintere Hälfte, sprich die Ferse und das Gelenk, wie wir dem sagen, mit der Brandsohle verbinden. Du hast richtig gesagt, eine riesige Maschine. Das war auch für uns die logistische grösste Herausforderung, die Maschine von 1,5 Tonnen hier auf den Platz herzubringen. Und es waren meine grössten Befürchtungen, dass wir den ganzen Maschinenpark überhaupt hier zum Laufen bringen. Aber es geht. Selbst auf dem Bundesplatz in Bern kann man Schuhe produzieren. Genau. Und der Arbeitsgang, den ihr hier jetzt auf dem Bildschirm könnt miterleben könnt, hier sieht man jetzt genau das Gleiche, wie wir im Vorfußbereich schon gesehen haben, wird jetzt der Schaft im hinteren Bereich auf eine Leiste montiert. Jetzt, was mir auffällt, ist, ich stelle mir immer vor, Schuhe, industrielle Produktion, riesige Maschinen, keine Menschen, aber hier ist sehr viel Handarbeit. Darum haben wir auch die Gelegenheit wollen, eben im breiten Publikum näher zu bringen, dass Schuhe machen trotz moderner Maschinen noch sehr viel Handarbeit beinhaltet. Okay, jetzt haben wir gesehen, die Ferser ist jetzt ebenfalls angeklebt. Also konkret sieht man jetzt, dass der Schaft mit dieser Brandsohle verbunden ist. Und was hier jetzt vorsteht, und darum möchte ich auf das hinweisen, das Weisse, ist die sogenannte Futtermembrane aus Gore-Tex. Und viel wichtiger ist jetzt natürlich, dass wir hier unten durch noch eine Versiegelung herstellen können, die garantiert, dass auch von unten kein Wasser reinkommt. Atmungsaktive Schuhe.
Also das, was wir euch jetzt hier zeigen, ist die herkömmliche, breite, bekannte Gore-Tex-Machart, wo die ganze Atmungsaktivität über die Membranen, ich sage es mal, im Schaftbereich garantiert wird. Ich werde noch später noch schnell etwas dazu sagen, weil wir jetzt schon seit 3 Saisons eine neue Entwicklung haben, wo das, was du angesprochen hast, dem auch Rechnung trägt, so dass wir über die Sohle auch noch Atmungsaktivität gewährleisten können. Okay, jetzt sind wir gespannt. Ich habe hier so schnell zwischendrin einen Schuh, wo man sieht, das Gitter, das man auf dieser Sohle sieht, das sind alles offene Flächen. Das heisst, hier geht die Luft durch, aber das Wasser nicht. Und du kannst dir jetzt vorstellen, was das für eine Herausforderung ist, im Rahmen von dem ganzen Produktionsprozess, dass die Membrane nie beschädigt wird, so dass die Funktion gewährleistet ist. Also mit dem kann ich im Bach stehen und habe keine nassen Scheichen? Du kannst so lange im Bach stehen, bis das Wasser nicht oben hinläuft. Das ist die Vorbereitung, damit der Boden, wie wir dem sagen, bevor der Zolle draufkommt, möglichst eben wird. Noch eine, und das ist das viel Wichtigere und Entscheidende, ist, dass wir jetzt den ganzen Boden mit Klebstoff abdichten, so dass die Membranen mit dem Klebstoff zusammen ein geschlossenes System geben. Wir machen in Fahrwangen auf 2 Produktionslinien nach wie vor 1500 Paar Schuhe jeden Tag. Drauf, jetzt kommt da die Folie drauf, ist es richtig? Genau, da kommt im Prinzip ein Stoff drauf auf den Klebstoff, damit das Ganze nicht klebt. Das hat eigentlich nichts anderes, keine andere Funktion, als dass die Klebstoffschicht nicht irgendwo noch immer hängen bleibt. Okay, und das geht aber relativ rasch. Wie schnell hat es denn so einen Kleber? Also der Klebstoff, der braucht jetzt noch gewisse Zeit zum Abkühlen. Definitiv. Gehen wir schon weiter? Ja. Gehen wir da schauen. Also, jetzt haben wir so eine abgekühlte Version. Viel entscheidender ist jetzt eigentlich, dass man hier sieht, dass der ganze Boden komplett dicht ist. Das heisst, dass von unten nie Wasser reinkommen kann. Jetzt haben wir hier vorproduzierte Sohlen. He? Genau, das ist jetzt im Prinzip optisch fast das Gleiche wie das, was ich vorher gesagt habe, vorbereitet. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir hier da auch schon wieder Klebstoff drauf haben. Und weil wir gewisse Trocknungszeiten einhalten wollen, haben wir das schon im Vornherein vorbereitet. Genau so haben wir die Sohlen vorbereitet. Hier ist ebenfalls schon Klebstoff drauf. Und die beiden Komponenten müssen jetzt im nächsten Arbeitsgang wieder aktiviert werden über Wärme. Und wenn das beides genug warm ist, können wir es noch zusammenfügen und verpressen. Das sehen wir jetzt in den nächsten 2 Arbeitsgängen. Von dem her gesehen auch der wärmste Arbeitsplatz bei uns in der Produktion. Und man sieht jetzt hier einfach, das ist mit Wärmelampen gemacht. Und jetzt wird der Schuh im Prinzip auf die Sohle gepresst. Genau, jetzt tut der Zollen auf den Schuh positionieren, so vorfixieren und tut das noch in eine Presse rein. Dann macht er die Presse zu und da kommt von hinten noch einen Deckel drauf, wo wie ein Ballon drinnen ist. Der bläst sich so stark auf, dass sich die beiden Komponenten noch miteinander verpresst werden. Gibt es so Geschäftsgeheimnisse? Ist der Kleber so einer bei euch? Was ist bei euch so das Besondere? Also jetzt rein in der Produktion, denke ich, ist sicher eins, was du angesprochen hast, dass man sicherstellen kann, dass die verschiedenen Klebeverbindungen, du hast jetzt gesehen, es werden verschiedene Schichten immer wieder miteinander verbunden und es sind auch unterschiedlichste Materialien, Leder, Gummi und so weiter und so fort. Und dort ist natürlich sehr wichtig, dass die Kleber aufeinander auf die Materialien abgestimmt sind und dass die Taktzeiten einwandfrei funktionieren. Aber am Ende des Tages ist das etwas, was man heute in der Branche natürlich kennt. Viel mehr Geheimnis oder viel mehr Wissen steckt zum Beispiel in dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, im Leistenbau, wo sich jeder versucht zu differenzieren natürlich von seinen Mitbewerbern. Also wenn es so einer so mit dem Fotoapparat ganz nachher ging, wie würdest du reagieren? Da sind wir eigentlich sehr offen, wir haben keine Berührungsängste. Ich denke, wenn man innovativ genug ist und immer wieder etwas Neues sucht, dann ist man eigentlich schneller als die, die einem noch etwas nachmachen. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand uns kopiert in gewissen Sachen, ist das immer ein Kompliment. Das ist ja so. Jetzt schauen wir, der Schuh ist meines Wissens, ist der fertig? Jetzt ist der Schuh insofern fertig. Ich sage, das sind die Hauptarbeitsgänge, die wir euch wollen, näher bringen. Er nimmt jetzt den Leisten, den wir gebraucht haben, um die dreidimensionale Form überzukommen, nimmt er jetzt raus und nachher sehen wir dann, wie der Schuh aussieht. Okay.
Also, wir haben so den Schuh vor uns. Im Weg. Im Weg. Das ist nicht gut. Also, das ist das, was man hier jetzt sieht. Entscheidend ist, dass der Leisten sich natürlich einfach lässt, aus dem Schuh rauszunehmen. Darum hat er auch einen Mechanismus drin, der sich verkürzt. Sonst würden wir den ganzen Schuh wieder verformen. Und jetzt haben wir an und für sich das Produkt, wo sich jeder darunter einen Schuh vorstellen kann. Natürlich fehlen die jetzt immer noch sehr viele weitere Arbeitsgänge. Wie da muss der Schuh geputzt werden, muss gecremt werden, wird gebürstet, das ganze Innenleben fehlt noch, der Schuhbändel fehlt und so weiter und so fort. Also wir sagen, in dem Sinn ist der Schuh montiert, aber jetzt kommt noch die ganze Finisharbeit. Okay, aber die machen wir jetzt hier nicht. Die machen wir hier nicht, das würde den ganzen Rahmen sprengen, es würde zu lang gehen. Aber was ich jetzt hier euch einfach noch zeigen wollte, ist, einerseits haben wir, wie gesagt, eine Gore-Produktion euch hier gezeigt, herkömmliche. Und jetzt möchten wir euch eigentlich auch noch zeigen, wie man die Schuhe kann testen kann, ob sie dann auch effektiv die Funktion erfüllen oder nicht. Also, gehen wir ab zu dem Test in dem Moment. Gut, das ist ein Testgerät, wo wir die Schuhe reintun können, wo wir sie nachher schleudern. Wir haben ja das Problem, dass wir die Wasserdichtigkeit nicht von außen testen können. Darum machen wir es von innen. Also wenn das Wasser von innen nicht nach außen kann, kann es von außen auch nicht reindringen. Klingt logisch. Genau. Aus dem Zweck nehme ich schnell einen Schuh aus der Zentrifuge raus, den wir schon vorbereitet haben. Okay. Und der ist schon... Der ist tatsächlich mit Wasser gefüllt. Genau. Also der Schuh ist mit Wasser gefüllt. Da gibt es auch... Der Schuh ist mit Wasser gefüllt, so sieht man es vielleicht besser. Und das ist alles vorgeschrieben, der Standard, den man hier erfüllen muss, wie viel Wasser das man freitun muss, wie lange der Schuh noch geschleudert werden muss. Und ich tue jetzt den wieder in die Zentrifuge rein. Okay. Und zwar haben wir den ganz banal auf WC-Papier gestellt, weil wenn das WC-Papier nass wird, dann wissen wir, dass der Schuh irgendwo undicht ist. Wenn das WC-Papier trocken bleibt, dann ist es soweit dicht. Und wir sehen hier auch, gerade wenn das Wasser runterläuft, dann ist auch innen ein Schuh undicht. Jetzt, zum Glück ist nichts nass. Wie häufig kommt das vor, dass ein Schuh dann eben rund? Also wir tun einerseits sämtliche Schuhe natürlich, wenn man sie entwickelt, werden die auf Herz und Nieren nochmal geprüft in der ganzen Konstruktion. Und nachher während der laufenden Produktion machen wir das auch wieder stichprobenhaltig. Und es kommt natürlich schon vor in grösserer Ordnung von 1-2% von den Schuhen, die undicht sind, weil bei all diesen vielen Arbeitsgängen, du hast es jetzt gesehen, viel Handarbeit, viel Maschinen und die Gore-Tex-Membrane, die sehr delikat ist, die kann sehr schnell beschädigt werden. Mach mal die Kontrolle mit dem WC-Papier, das interessiert mich noch kurz. Ja, ich hoffe jetzt auch, dass es geklappt hat mit dem Vorführeffekt. Ich gehe schon davon aus und bin da sehr positiv. Ja, okay. Wie ist ja wohl nicht hoffentlich kaputte Schuhe da reingesetzt da. Also, machen wir mal einen Test. Ich nehme da gerade mal das WC-Papier. Ist so weit trocken, weil wenn es nass geworden wäre, hätten wir das sehr schnell und einfach gesehen. Und jetzt möchte ich euch eben noch diesen Schuh zeigen. Ich verliere jetzt den hier am Boden aus. Wir haben ja Sommer. Das wäre jetzt zugleich auch noch so ein Schuh gewesen von dieser Technologie, wo wir vorhin darüber geredet haben, wo auch über die Sohle atmungsaktiv ist, wo also 30% von der Sohlenfläche offen ist, wo jetzt bei dem Wetter ideal ist, zum, wenn man ein bisschen warme Füße hat, um den Temperaturausgleich zu haben. Super, wunderbar. Merci vielmals, Daniel Omlin, Geschäftsführer von Fretz. Und wir sehen, ihr habt ein sehr prominentes Aushängeschild, der Renzo Blumenthal. Ja, den Renzo Blumenthal haben wir schon seit ein paar Saisons bei uns unter Vertrag. Und wir sind eigentlich froh, dass er für unser Produkt in dem Sinn steht, weil er verkörpert auch all die Tugenden, die man mit der Schweiz und Fretzmann so weit verkörpert. Und mittlerweile kennen wir ihn eigentlich in der Schuhbranche als den Mr. Fretzmann. In der Schweiz wissen wir natürlich, dass es der Renzo Blumenthal ist. Im Ausland kennt man ihn in dem Sinn schon weniger prominent. Aber durch das, dass wir jetzt das schon ein paar Saisons machen, ist er auch dort schon sehr populär. Mit ihm tun wir ganz sicher auch noch ein paar Worte reden. Ob er auch so zufrieden ist, wie man sich das vorstellen muss, wenn man sieht, wie die Schuhe produziert werden. Merci vielmals und wenn ihr auch möglichst nach einem Arbeitsschritt möchte ich schauen. Die wird hier nach wie vor den ganzen Nachmittag bis in Abend rein produzieren. Das ist so. Wir haben so viel Ware vorbereitet, dass wir eigentlich bis zu oben
am Schluss euch in kleinen Gruppen immer wieder können durchführen können. Und ich denke, so in 5-10 Minuten Rhythmus spätestens können wir jederzeit wieder eine Gruppe zusammennehmen und die Leute durchführen. Wunderbar, in diesem Sinn wünsche ich euch viel Vergnügen weiterhin am Schultag auf dem Bundesplatz in Bern. Und ich danke euch ganz herzlich für die Demonstration hier. Es war sehr spannend und weiterhin auch einen schönen Nachmittag euch hier bei Fretzmann.